Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Videoleuchten. Mein Name ist Tobias und ich möchte euch heute ein weiteres Photoshop-Tutorial zeigen, und zwar geht es heute um Fake-Tuning. Erstmal, wie ihr seht, habe ich jetzt Windows 7, daher kam auch gestern kein Tutorial mehr, obwohl ich es eigentlich geplant hatte, da mein Sound nicht funktioniert hat, wie eigentlich bei jedem Mal, wenn ich meinen PC neu mache. Jetzt geht aber alles und daher starten wir auch direkt. Ihr braucht natürlich wieder Photoshop und ein Bild von einem Auto, das ihr bearbeiten möchtet. Wie gesagt, es geht um Fake-Tuning. Ich habe jetzt einfach mal hier schon mal eins ausgesucht und starte das mal direkt in Photoshop. So, ein bisschen näher ran. So, was machen wir heute? In Fake-Tuning gibt es ja relativ viele Optionen, die man machen kann. Heute aber beschäftigen wir uns mit dem Tieferlegen. Ich habe das selbst jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ich hoffe, dass ich das so hinbekomme. Ihr nehmt das magnetische Lasso-Werkzeug und fangt einfach mal an, ungefähr ein bisschen in der Höhe des Autos. Also erstmal müsst ihr euch überlegen, logisch ist ja, wenn ihr das Auto versetzen wollt, muss ja auch der Hintergrund mit, weil sonst würde das ja überstehen. Das heißt, ihr müsst komplett den Hintergrund mit der Karosserie auswählen, an den Rädern entlang und dann oben abschließen. Wie gesagt, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich gehe mal etwas näher ran. Ungefähr hier, würde ich sagen, machen wir es jetzt mal. Und gehen hier einfach mal ans Auto, Karosserie, dann an den Rädern entlang. Ich mache das jetzt mal nicht so genau, weil ich muss ja auf die Zeit achten. Ich wollte eigentlich nicht, dass das ein Zweiteiler wird, von daher. Na. Ach, und ich habe im Grunde, glaube ich, schon einen Fehler gemacht. Das werde ich euch gleich mal sagen. Ich mache jetzt aber erstmal hier weiter. So schlimm ist der Fehler jetzt nicht. Das kann man im Endeffekt dann immer noch ausbügeln, sage ich jetzt mal. So, gleich haben wir's. Und jetzt bei rüber und dann komplett nach oben. Wenn das nicht gerade ist, ist das nicht so schlimm. Dann wieder rüber. Und dann hier unten abschließen. So, ihr seht jetzt, wir haben jetzt die komplette obere Ebene kopiert, beziehungsweise markiert, und die untere bleibt frei. Drückt ihr STRG C und STRG V. Jetzt haben wir die komplette Ebene kopiert, und jetzt sehen wir mal, wenn wir das Ganze transformieren und damit, und damit runtergehen. So. Wie gesagt, das ist jetzt der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe aus Versehen, ihr müsst nicht am Reifen entlang, sondern an der Karosserie, das habe ich verwechselt. Das kann man aber relativ schnell beheben. Einfach mit dem Zauberstabwerkzeug hier einmal rauf. Der Toleranz ein bisschen weiter runter. So, ungefähr. Ihr müsst immer schauen, wie das passt. In meinem Fall, ich habe es jetzt nur halt schnell zeigen wollen, hat das jetzt nicht so ganz funktioniert. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich bin zu weit hochgegangen mit meiner Ebene. Heißt, dass man hier das Hinterteil von dem Auto noch sieht, und das hätte nicht sein dürfen. Also wenn ihr das Ganze macht, einfach schon hier abschließen. Ungefähr, und hier schon rüber gehen und nicht hier oben. Wie gesagt, ich habe das selbst schon eine Weile nicht mehr gemacht, von daher musste ich jetzt mal schauen. Dann hier oben natürlich, das sieht ja nicht so schön aus, weil man soll das Ganze ja auch nicht sehen. Dann nehmt ihr einfach den Radiergummi, stellt den etwas höher, Härte auf 0% und fahrt dann hier oben einfach mal entlang. So. Natürlich fällt das jetzt hier auf, entweder wenn ihr sagt, es fällt nicht so auf, könnt ihr das so lassen. Oder eben ihr nehmt das Reparaturwerkzeug, Reparaturpinselwerkzeug, und geht hier mit gedrückter Alt-Taste auf einen freien Bereich. Und dann geht ihr diesen Bereich. Achso. Moment. Hintergrundebene.
gesagt, ich mache das jetzt nicht perfekt, nur damit ihr ungefähr seht, wie das Ganze aussehen wird. So ungefähr. Das war dieses Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Viel Spaß beim selber Nachmachen natürlich wieder. Und wie gesagt, nochmal dran denken, den Fehler, den ich gemacht habe. Einmal, ihr dürft nicht am Reifen entlang gehen, sondern an der Karosserie. Und nicht so weit nach oben gehen wie ich, da man sonst den Hintergrund sieht. Den kann man natürlich, wenn man jetzt dieses Werkzeug hier benutzt, dieses Reparaturpinselwerkzeug, kann man das natürlich entfernen, wenn man es richtig macht. In dem Fall hat es nicht funktioniert. Nehmen wir das andere Werkzeug mal, Reparaturpinselwerkzeug, gedrückte Alt-Taste wieder und dann so, dann würde man das nicht mehr sehen. Und ansonsten war es das mit diesem Tutorial. Bis zum nächsten Mal und ciao!